Seit 30 Jahren weiß sie zu provozieren. Nina Hagen, schrill, laut, genial anders. Nina Hagen kam 1976 aus der DDR nach Westdeutschland. Sie war viel zu bunt für den grauen Alltag des Sozialismus. Als Enfant terrible stieg sie in kürzester Zeit zur Punk-Lady der Nation auf. Die junge Nina Hagen provozierte im Fernsehen, zum Beispiel mit sexueller Offenheit. Und auch ihre Gesprächskultur erregte immer mal wieder Aufsehen. Und das wird ja überhaupt nicht versucht. Ich schreie sie so lange an, wie ich will. Nina Hagen zog nach Los Angeles und wurde eine der schrägsten Mütter der Welt. Ihre Kinder heißen Cosma, Shiva und Otis. Heilig ist die Kuh, lass sie in Ruhe. Sie engagiert sich neben vielem anderen auch für den Tierschutz. Und nun hat Nina Hagen zu Jesus gefunden. Auf der CD Personal Jesus und im Buch Bekenntnisse schreibt und singt sie darüber. Sie erzählt von ihrem bewegten Leben, von wochenlangen Drogentrips, unglücklichen Männergeschichten und wie sie immer wieder die Kraft für Neuanfänge findet. Samira Matta hat die exzentrische Nina Hagen in Zürich getroffen. Oh Lord! What I mean, ein Lied zum Lob des Herrn. Die Punk-Queen Nina Hagen singt neu Gospel-Songs. Ich war schon seit meinem 17. Lebensjahr volles Rohr mit Jesus unterwegs. Ich hatte ein Nahtoderlebnis und seit diesem Tag ist mein Leben gerettet. Und ich habe auch schon viele Jahre vorher, während der Kindheit und meiner Jugend, Gott gesucht. Nina hat Gott gesucht und gefunden. Diesen Weg beschreibt sie in ihrem Buch Bekenntnisse. Es war ein langer Weg zu Gott mit vielen Umwegen. Die Abhängigkeit von einem indischen Guru, die Begegnung mit UFOs, Drogentrips. Heute betet sie regelmäßig und liest in der Bibel. Don't care. Man schlägt auf und kann sich nur freuen. Gestern habe ich mich so gefreut, weil ich eine Stelle gefunden habe. Im Korinther kann einem Apostel der Kragen platzen. Er kann. Korinther 11, 1 bis 15. Hoffentlich könnt ihr es ertragen, dass ich jetzt etwas deutlicher werde. Ach ja, natürlich verkraftet ihr mich auch dann. Ich kämpfe ja mit Gottes Eifer um euch. Habe ich euch nicht mit einem einzigen Mann verlobt, Christus? Side by side, oh my Lord. What kind of shoes are those you wear? Oh, letztes Jahr ließ sich Nina Hagen evangelisch taufen. Oh my Lord. Trotzdem wagen wir es, Nina Hagen ein katholisches Geschenk zu machen. Ich bin keine Katholikin, ich kenne keine schwarze Madonna. Die Wetterkerzen aus Einsiedeln sollen Blitz und Ungemach fernhalten. Na prima, könnt ihr behalten, ich brauche keine abergläubische Kerzen. Ich nehme lieber normale Kerzen, so. Because der liebe Gott, der weiß schon selber, was, wann er uns mit dem Blitz erschlägt. Und von nun an, sagt sie, sei jedes ihrer Konzerte ein Gottesdienst. All you fashions bound to lose, bound to lose, you fashions bound to lose.